Herzlich willkommen bei der Demo-Session von IPSView. Ich möchte euch heute einen kleinen Einblick in die nächste IPSView Version 6.1 geben. Was kommt alles neu? Schauen wir uns das mal an. Beispielsweise bei den Buttons könnt ihr in Zukunft eine Rahmenstärke einstellen. Wurde ja schon öfters gewünscht, dass man das einstellen kann, und mit der Version 6.1 habe ich das jetzt umgesetzt. Das Ganze könnt ihr natürlich auch in den Style-Einstellungen zentral steuern. Und zum Beispiel für alle Steuerelemente generell sagen, die Rahmenstärke soll 3 Pixel sein. Und ihr könnt in Zukunft auch die Radien zentral verwalten und zum Beispiel die Radien generell abschalten, wenn ihr das nicht wollt, und das nur pro Steuerelement dann wieder setzen. Auch bei den Pop-ups gibt es ein paar Änderungen. Das Assoziationen-Pop-up könnt ihr in Zukunft die Schriftgröße ändern. Speziell bei manchen Geräten war das Pop-up etwas fummelig zu bedienen. Und hier könnt ihr die Schriftgröße jetzt auswählen und so auch dieses Pop-up besser an die Clients anpassen. Gehen wir zurück zum Editor und schauen weiter im Repository der Steuerelemente. Was ist noch neu? Es gibt in Zukunft auch mehr Formen zum Einfügen, beispielsweise ein Rechteck. Auch dem könnt ihr von den Radien bis zum Rahmenstärke und Rahmenfarbe alles ändern. Farbübergänge definieren, je nach Lust und Laune. Es gibt auch einen Kreis, den ihr verwenden könnt. Das gibt insgesamt doch einiges mehr an Gestaltungsmöglichkeiten für eure View. Weiter geht's mit den Linien. Auch hier gibt es einige Verbesserungen. Ganz zuerst gleich mal die Selektion. Die Selektion Es unterstützt jetzt immer eine Mindesthöhe von 8 Pixel. Dadurch ist es viel, viel einfacher, auch kleinere Linien zum Selektieren. Das war früher etwas fummelig und jetzt ist das bedeutend einfacher. Was könnt ihr noch machen? Ihr könnt Pfeile aktivieren und so einen besseren Ablauf mit Pfeilen skizzierbar machen. Pfeiler könnt ihr natürlich auch einstellbar machen. Hier mal 14 und 26, um etwas mehr Pfeil zu haben und eine Linienbreite von 4. Ja, was kann ich euch noch zeigen? Ihr könnt in Zukunft auch Farbübergänge für diese Linien definieren. Nehmen wir wieder ein Rot zum Beispiel. Und ihr könnt auch noch das Muster für die Farbübergänge wählen. Es gibt drei verschiedene Muster. Das normale ist Farbe 1, Farbe 2. Und dann gibt es das Ganze auch noch als Übergang von Farbe, zweite Farbe wie der erste Farbe. Und das Ganze mit einer etwas anderen Aufteilung. Speziell ist das ganz gut für Separatoren, wenn ihr einfach Unterteilungen in eurer View machen wollt und diese ein bisschen besser farblich gestalten wollt. Ja, insgesamt bietet es nun deutlich mehr Möglichkeiten für eure Gestaltung für die View. Ich werde euch dann auch gleich ein Anwendungsbeispiel dafür zeigen. Sehen wir uns zuerst noch die Slider an. Beim RGB-Slider gibt es auch einige Änderungen beim Farbslider. Dieser unterstützt nun Farbübergänge. Das heißt, ihr könnt in Zukunft gleich sehen, wenn ich den Slider bediene, wie wird sich meine Farbe dadurch ändern. Jetzt probieren wir mal drei Slider aus und setzen uns unsere Grundfarben hier. Das heißt, hier noch ein Blau und in Grün. Ja, Ganze könnt ihr natürlich auch abschalten, diese automatische Farbspur. Dann ist es wie bis jetzt, wie es immer schon war. Wir machen uns auch noch eine RGB-Box.
Ja, wie ihr bei der Auswahl schon gesehen habt, gibt es jetzt auch noch mehr Einstellungen beim Slider. Das heißt, in Zukunft wird nicht nur RGB unterstützt, sondern auch Farbton, HSL und HSV. Nehmen wir hier den Farbton, hier die Sättigung und einmal noch die Helligkeit. Ja, den Ganzen weisen wir jetzt eine ID auch noch zu, damit das Ganze bedienbar ist in der Visu. Haben wir die Räume. Ja, hier haben wir unseren RGB. Und das Ganze können wir jetzt gleich mal im Client aufrufen, um uns das Ganze anzusehen. Verwenden wir gleich mal den Browser. Ja, verwenden wir hier diesen Farbspektrum zum Auswählen oder einfach unser RGB-Slider. Zurück zum Designer. Was kann ich noch zeigen? Bilder. Hier kann ich euch zeigen, dass Bilder jetzt in Zukunft auch SVGs unterstützen. Das heißt, ihr könnt in Zukunft auch direkt SVGs in eurer View verwenden. Probieren wir das noch aus mit einem anderen Image. Nehmen wir hier den Ventilator beispielsweise und da kann ich euch gleich noch was zeigen. Und zwar könnt ihr eine Rotationsgeschwindigkeit in Zukunft einstellen. Das heißt, die Rotationsgeschwindigkeit, das Bild soll sich in 2 Sekunden einmal um die eigene Achse drehen. Das Ganze ist natürlich auch fernsteuerbar und ermöglicht so eurer View etwas mehr Leben einzuhauchen. Schauen wir uns die Seitenverwaltung an und nehmen mal eine andere Seite. Bei normalen Standardseiten und Pop-ups könnt ihr nun die Seitengröße direkt im Designer ändern und hier die Seitengröße anpassen. Das heißt, ihr müsst nicht mehr über die Eigenschaften gehen und das dort manuell eintippen, sondern ihr könnt das nun direkt im Designer machen und entsprechend anpassen. Ja, bei der Seitenverwaltung gibt es auch noch mehr Änderungen. Beispielsweise könnt ihr hier mehrere Seiten löschen. Oder ihr könnt mehrere Seiten zwischen Views kopieren. Auch hier anhaken, was ihr kopieren wollt, wird kopiert und könnt es in der anderen View einfügen. Zeige ich euch später auch noch mal ganz kurz. Und bei den persönlichen Steuerelementen gibt es auch noch die Möglichkeit, diese ins Filesystem zum Exportieren. Das gibt euch in Zukunft die Möglichkeit, einzelne Steuerelemente oder mehrere, ein Set von Steuerelementen mit anderen Benutzern zu teilen. Werde dazu auch dann gleich noch ein Beispiel zeigen. Ja, ich möchte euch in Zukunft etwas besser dabei unterstützen, Abläufe zum Visualisieren, zum Beispiel eine Photovoltaikanlage oder Heizungssteuerung. Und das Beispiel der Heizungssteuerung möchte ich hier gleich mal vorzeigen. Schauen wir uns das Ganze an. Das Ganze baut auf meiner iPad-View auf. Das ist eine Vorlage, die findet ihr im Forum. Könnt ihr euch dort herunterladen und selber modifizieren und anpassen. Kann ich da gleich mal zeigen, wie ihr zum Beispiel eine neue Typenseite hinzugibt. Das heißt, wir wählen hier das Hauptmenü aus und nehmen hier einen Gerätemenü-Button, fügen den ein, geben dem einen Namen und ein Icon. Nehmen wir da das einfach. Dann erstellen wir hier direkt die Seite
Die nehmen wir einfach, damit es zum anderen passt. Typ Heizung. Ja, hier passen wir auch den Text an auf Heizung. Temperatur brauchen wir ja nicht, dann löschen wir da einfach weg. Was wir noch jetzt machen müssen, standardmäßig unterstützen die Seiten eine Grid. Das heißt, die Steuerelemente werden automatisch angeordnet. Probieren wir das aus. Das heißt, die werden automatisch, wenn man die Rand sieht, angeordnet. Das brauchen wir in diesem Fall nicht. Und darum schalten wir diese Grid-Funktion jetzt mal aus, um die Steuerelemente manuell zu platzieren. So, damit wir das Ganze jetzt in unsere Heizung bauen können, brauchen wir noch Steuerelemente. Dazu gehen wir in den Bereich der persönlichen Steuerelemente und wählen hier im Menü Steuerelemente-Seiten aus dem Dateisystem importieren. Wo haben wir sie? Hier haben wir unsere Heizungssteuerelemente. Und wenn wir jetzt runterschauen, haben wir drei neue Steuerelemente. Gehen wir wieder in den Editor, können wir das Ganze jetzt ausprobieren. Im Repository finden wir zum Beispiel jetzt den Heizkessel. Den können wir einfach hier platzieren und wählen einen Wert für die Temperatur. Wo haben wir die Sachen? Demo-Heizung. Und ist die Temperatur für das Warmwasser. So, als nächstes platzieren wir die Therme. Platzieren wir so, dass auch die Rohre etwas übereinander passen und wählen auch hier wieder die IDs. Einmal das ID für den Modus Warmwasser. Das heißt, das ist, ob da Warmwasseraufbereitung in Betrieb ist, dann gibt es einen zentralen Ein-Ausschalter für die Heizung. Und noch eine Temperatur für den Mischkreis. Wo haben wir die? Temperatur Mischkreis und eine Pumpe für den Mischkreis, die sie in Betrieb ist. Ups, Mischkreis hier. Ja, wir sehen auch gleich, dass sich das hier zu drehen anfängt, wenn die Pumpe in Betrieb ist. Und auch noch die Fußbodenheizung können wir jetzt noch platzieren. Das wieder passt. So, Temperaturrücklauf. Vorlauf noch setzen und noch die Pumpe für den Mischkreis, Heizkreis. So, wir können das Ganze jetzt abspeichern und uns das Ganze nun im Client ansehen. Der Client hat jetzt hier, wie wir das konfiguriert haben, eine neue Seite mit unserer Heizungssteuerung. Machen wir das noch etwas größer. Ja, Heizung können wir hier ein- und ausschalten. Ja, in Zukunft möchte ich dann auch noch konfigurieren, dass sich hier automatisch für Temperaturen ein Pop-up mit einem Chart auftut. Aber das folgt dann noch. Ja, was kann ich euch noch zeigen? Thema View Mobile Version und Tablet Version. Aktuell noch schwer zu kombinieren, wenn man zum Beispiel wie hier eine Version von einer View für ein Tablet hat und diese dann auf einem Phone im Hochformat im Portrait-Modus lädt, dann schaut das natürlich überhaupt nichts gut aus und ist auch eigentlich überhaupt nicht bedienbar. Und da habe ich jetzt versucht, eine Lösung zu finden. Und das können wir uns mal anschauen. Und die Lösung ist eine neue Typ von Seite.
Das ordnen wir hier ein. Ihr seht auch, das Drag and Drop hier in der Seitenverwaltung wird noch immer unterstützt. Braucht ihr nicht mehr umschalten in den Sortiermodus. Wählen wir hier neue Seite erstellen und wählen wir alternative Hauptseite. Das heißt, das soll eine Hauptseite werden, die bei einer anderen Geräteauflösung geladen wird. Nennen wir sie Mobile. Erstellen und passen wir uns die Viewgröße etwas, die Seitengröße da etwas an. Und im Repository habe ich mir schon vorbereitet einen Mobile Header, der etwas besser zu dem Auflösung hier passt. Hier müssen wir noch die Temperatur setzen. Da wird da. So, das Ganze hat nun, setzen wir noch Anker. Die Anker bestimmen ja, wie sich das Steuerelement bei einer Größenänderung verhält. Bei Auto wird das Ganze ganz linear angepasst zu der anderen Größenanordnung. Und wir wollen aber hier, dass dieser Header in derselben Größe immer oben haften bleibt, ohne sich in der Höhe zu ändern. Und das machen wir mit diesen Ankereinstellungen. So, für den Container wählen wir etwas andere Einstellungen. Das ist der Seitencontainer, den platzieren wir hier mal. Den wollen wir, dass sich der mit der Seite ändert. Das heißt, der hat seine Anker auf jeder Seite gesetzt. Und dann können wir jetzt auch eine Seite auswählen. Wir nehmen hier das Dashboard. Was fehlt noch, ist einen Hintergrund. Den nehmen wir den, was wir eh schon haben, für die andere Seite. Und anordnen nehmen wir noch Strecken, damit sich das schön auf die Seite verteilt. So, dann können wir das Ganze eigentlich schon ausprobieren. Was noch fehlt, ist allerdings eine Bedingung. Wann soll denn diese Seite verwendet werden? Hier nehmen wir mal Porträt und wir wollen, dass die Seite geladen wird, sobald die Seitengröße kleiner gleich 600 ist. Speichern wir das ab und testen das Ganze mal aus. So, wenn wir jetzt die Seite verkleinern, schauen wir mal, was passiert. Jawohl, es wird umgeschalten. Allerdings haben wir hier noch vergessen, den Modus zu setzen. Option Größenanpassung. Wir wollen, dass sich die Seite an den Client anpasst. Nochmal speichern. So, wir sehen jetzt, passt sich an, sobald das kleiner wird als 600, schaltet er automatisch in den, nimmt der Client automatisch die neue Hauptseite. Was allerdings noch nicht funktioniert, ist teilweise das Menü. Zum Beispiel, wenn wir auf Räume gehen, dann wird das Raummenü noch nicht geladen, weil das Ganze noch auf einen anderen Container verweist. Schauen wir uns das kurz an. Wir haben ja hier im normalen Design unseren Menücontainer und hier werden die Menüs geladen und dieser verweist ja noch auf den Menücontainer. Und das können wir jetzt insofern lösen, indem wir hier eine neue Containerzuordnung machen. Das heißt, wir sagen, alles, was sich bis jetzt im Menüseite abgespielt hat, soll in Zukunft in der Datei Container geladen werden. Speichern wir das Ganze wieder ab. So, nun können wir Räume und sehen, es wird alles richtig geladen nun. Ja, wenn wir uns das Ganze jetzt ansehen, fällt auf, eigentlich möchten wir das in der Mobile-Ansicht vielleicht noch etwas kleiner haben. Das Ganze ist dann eigentlich noch unnötig groß für ein Telefon, auch wenn es am Tablet so angenehm zu bedienen ist. Am Phone möchte man das Ganze etwas kleiner haben und für das können wir hier einen Zoom-Faktor setzen. Wir können zum Beispiel sagen, in der Mobile-Version
soll das Ganze nur 80% groß sein. Funktioniert. Wenn wir jetzt das wieder vergrößern, sehen wir, in der normalen Ansicht hat das Ganze eine normale Größe von 100%, und sobald wir auf die Mobile-Ansicht switchen, verkleinert sich das Ganze auf 80%, und so können wir mehr anzeigen. Ja, was kann ich euch noch zeigen? Das Ganze geht natürlich auch in die Gegenrichtung. Auch wenn man sagt, das Ganze wird jetzt größer, es stellt mehr Platz zur Verfügung, möchte ich wieder eine andere Seite verwenden. Dazu habe ich jetzt gleich mal was vorbereitet, um das Ganze wieder neu zeichnen zu müssen. Und kann euch bei dieser Gelegenheit gleich mal das Kopieren von Seiten zeigen. Das heißt, wir haben hier unsere Seiten und hier auch eine Desktop-Version. Die hat zwei Container. Etwas zoomen. Der ist fix, dieser Container, der hat immer dieselbe Größe und dieser passt sich an den Client an. Und Menü, Seiten in die Zwischenspeicher kopieren. Wir wählen hier unseren Desktop aus, kopieren. Gehen hier auf unsere alte Vorlage, View, und nehmen hier einfügen und haben nun die neue Seite hier gleich da. So, das Ganze speichern wir jetzt ab und schauen uns das Ganze wieder im Client an. Dieser hat jetzt wieder die normale Ansicht, und sobald wir das jetzt vergrößern, schaltet der Client jetzt um in die Desktop-Ansicht. Und in der Desktop-Ansicht haben wir hier die normale Bedienung mit Räumen und so weiter, und hier fix wird unsere Heizungsseite immer angezeigt. Könnt natürlich oben hier dann noch ein Menü machen und hier extra Menüseiten platzieren, wo ihr euren Inhalt dann auswählen könnt. Ja, was kann ich euch noch zeigen? Hatte auch immer wieder Anfragen im Sinne einer Benutzerverwaltung, ob es nicht möglich ist, eine View für verschiedene Benutzer Steuerelemente zu sperren oder einfach hier etwas, eine Benutzerverwaltung anzubieten. Und das Ganze habe ich jetzt einmal in einer ersten Version versucht. Und das möchte ich kurz zeigen jetzt. Als erstes müssen wir uns eine neue Instanz erstellen. Wenn ihr hier nach IPSView sucht, gibt es in Zukunft ein IPSView Users Modul. Und das erstellen wir jetzt mal. Und dann haben wir hier zwei Bereiche: einmal eine Gruppendefinition und einmal eine Benutzerdefinition. In der Gruppendefinition könnt ihr euch verschiedene Gruppen definieren, die die Berechtigungen darstellen. Wir wollen jetzt mal versuchen, zwei Gruppen zu machen: einen Administrator, der alles darf, und einen Heizungsuser, der nur die Heizung bedienen darf. Beschreibung ist nur für die Dokumentation, mehr oder weniger, dann nur lesen, das können wir entfernen. So, Änderungen übernehmen. Wenn wir die Änderungen übernehmen, haben wir hier unten dann die neuen Gruppen zur Verfügung. Ja, legen wir uns auch zwei Benutzer an. Einmal ich selber. Und hier können wir jedem Benutzer dann eine View zuweisen. Hier nehmen wir unsere Demo iPad View. Und ich bin Administrator und soll alles dürfen. So. Einen zweiten Benutzer nehmen wir noch, den Demo-Benutzer. Auch dieser hat dieselbe View und das soll aber nur die Heizung steuern dürfen. So, wir machen mal alles dazu und öffnen unsere View neu. So, wenn wir jetzt
unter den Einstellungen und Wartung gehen, sehen wir, da gibt es einen neuen Bereich, die Benutzerverwaltung. Und hier könnt ihr einstellen, was der User alles machen darf. Hier haben wir unsere zwei Gruppen und Administrator, dann haben wir alles aktiviert, das heißt, der darf alles bedienen, alles schreiben. Und dem Heizungsuser, dem gestehen wir nur zu, dass er die Heizung bedienen darf und er darf auch das Arbeitszimmer, das Licht schalten, als Beispiel. Ja, wir speichern das Ganze ab und im Bereich der Benutzer sehen wir uns unsere zwei Benutzer. Das können wir jetzt auch probieren. Hier sehen wir die Rollen, die zugewiesen wurden und auch, was der User darf. Das heißt, ich selber habe Vollzugriff und der Thema-User, der hat 34 von 36 IDs limitiert auf Lesezugriff. Probieren wir aus und öffnen wir. View im Client. Wir sehen Beleuchtung. Ich darf nach wie vor alles bedienen. Und wenn wir das Ganze jetzt für den Demo-User öffnen, dann sehen wir, dass der nicht mehr alles bedienen darf. So, das heißt, ist eigentlich alles gesperrt. Bis auf eben das Arbeitszimmer haben wir definiert, dass er das bedienen darf und auch die Heizung. Das heißt, er kann die Heizung hier ein- und ausschalten, aber sonst nicht bedienen. Ja, ich bin am Ende meiner Präsentation angekommen. Ja, darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken und freue mich bereits jetzt auf die nächste Release-Phase und auf die Live-Schaltung der neuen Features. Ciao, für dich.